1982 hatte ich mich bemüht, bei der Stadt Hanau den Landgasthof zum Anger zu erwerben. Das hat dann funktioniert und der Betreiber, der 27 Jahre drin war, der Herr Hinsen, der ging immer an der Pumpstation mit seinem Hund spazieren und sprach mich an, die Pumpstation ist zu verkaufen, die steht leer, Hein, da machen wir Großgastronomie draus. Daraus wurde nichts, aber ich hatte mir die Pumpstation angeguckt und habe mich in das Gebäude und in die ganze Substanz verliebt. Als der Herr Berg auf mich zukam, wir brauchen mehr Platz für das Schwanennest 2, gab es wieder Kontakt zur Stadt Hanau und bei der Gelegenheit wurde mir auch die Pumpstation nochmal gezeigt, die noch nicht verkauft war. Man wurde sich dann schnell einig, wir sind mit dem Herrn Kaminski vor die Presse gegangen und jetzt haben wir das Ergebnis. Familien haben sich an uns als Träger gewendet, weil sie nach einem Angebot zur Kurzzeitunterbringung für ihre Kinder gesucht haben. In der Feuerbachstraße entstanden 2011 13 Plätze für Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren. Schon bald merkten wir, dass die Plätze nicht ausreichen und haben uns nach einem neuen Standort umgesehen, um das Angebot erweitern zu können. Im Herbst 2016 fing die Planung an für ein zweites Haus. Der Einzug fand statt mit Beginn der Sommerferien 2018. Wir haben jetzt hier im neuen Schwanennest Plätze für verschiedene Zielgruppen. Wir haben 4 Zimmer zur Einzel- und Doppelbenutzung für Kinder, die zur Kurzzeitunterbringung hier sind. Wir haben im ersten Stock 3 Zimmer für Kinder mit herausforderndem Verhalten, sowie 2 Zimmer für Kinder, die intensivpflegerisch versorgt werden müssen. Und im zweiten Stock planen wir 8 Plätze für Kinder, die vollstationär untergebracht werden müssen. Konzeptionell hat sich es ein bisschen in die andere Richtung entwickelt. Früher haben wir die Kinder aufgenommen, weil die Eltern eine Entlastung gebraucht haben. Heute sagen wir, die Kinder kommen, um eher Urlaub hier zu machen. Es ist so, dass wir an den Wochenenden und in den Ferien jeden Tag einen Ausflug anbieten. Die Kinder sind involviert, die entscheiden mit, wo geht der Ausflug hin. Wir haben einen Erlebniskatalog erstellt, wo die Kinder wirklich jeden Tag mitgucken können, was für ein Ausflug findet heute statt. Auch der Tagesablauf ist individueller gestaltet. Es finden Aktivitäten gemeinschaftlich statt, aber es hat auch jeder die Möglichkeit, seine persönlichen Bedürfnisse zu äußern oder auch mit UK-Unterstützerkommunikation mitzuteilen. Von der Belegung und von der Auslastung her war es so, dass wir, wie wir gestartet sind, 2011 unter der Woche kaum Anfragen hatten, was sich aber im Laufe der Jahre einfach nach oben hin gesteigert hat. Wir haben unter der Woche stellenweise bis zu 8 Kindern, manchmal auch voll ausgelastet. Und an den Wochenenden und in den Ferien sind wir über Monate schon ausgebucht. Wir haben eine Schulklasse, die verabredet sich hier zwischen ein- und zweimal im Jahr und das sind 6 bis 8 Kinder. Die kommen dann ein ganzes Wochenende hierher, nehmen eine ganze Etage in Beschlag und gucken dann, was sie in ihrer Freizeit erleben möchten. Das kann sein, wir haben den Main direkt vor der Tür, wir haben die Märchenspiele, wir haben den Markt und da findet sich immer irgendwas, was Spaß macht und die Kinder ihre Freude haben. Wasser ist für Kinder in jedem Alter ein ganz besonderes Medium. Deswegen haben wir hier im Schwanennest auch ein Spaßbad eingerichtet. Ja, in unserem Spaßbad können Kinder jeden Alters Spaß haben. Wir haben eine Whirlpoolwanne errichtet, wir haben Regenduschen und wir haben ein Staubecken. Es wird super gut angenommen von den Kindern und es ist einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Hallo, mein Name ist Gülcan Kayhan. Mein Sohn Gökhan Kayhan, der besucht hier im Schwanennest die Hortgruppe. Er kommt ab 14.30 Uhr nach der Schule hier in die Hortgruppe und er geht von montags bis Freitag hier in die Hortgruppe.
Und zusätzlich nutzt er noch die Kurzzeitpflege, wo er an Wochenenden die Möglichkeit hat, hier zu übernachten. Und durch Aufenthalte, die er hier dann hier ist, hatte er die Möglichkeit, wo er verschiedene Ausflüge oder verschiedene Aktionen, die hier angeboten werden, wahrnehmen kann. Und wir als Eltern sind sehr dankbar, dass es solche Angebote gibt, weil wir haben die Möglichkeit, auch für uns selber freie Tage zu gönnen. Und unsere Kinder sind in sicheren Händen. Der Personal hier ist einfach wunderbar. Sie pflegen unsere Kinder, sie machen gute Angebote und ich würde das nur weiterempfehlen.